Es ist Zeit, dass meine Models ihren neuen Look präsentieren. Bei einer Challenge, die es in sich hat. Die Location sah einfach mega aus. Die ganze Aufmachung, das Meer im Hintergrund, die Architektur. Und wir haben überlegt, was passiert denn da jetzt, ne? Und als wir dann die Stufen erstmal hochgestiegen sind, haben wir schon so ein bisschen gesehen, okay, wir glauben, dass es wieder ein Catwalk ist. Diese Woche laufen meine Models eine komplizierte Fashion-Show. Ich sage kompliziert, denn sie müssen viele, viele Treppen rauf und wieder runterlaufen. Eingekleidet werden sie von Caviar Gauche und Baldessarini. Hallo. Ich bin Lydia von Baldessarini. Und ich bin Johanna von Caviar Gauche. Und liegt wahrscheinlich nahe, dass die Männer hier ausgestattet werden und die Frauen hier auf dieser Seite. Caviar Gauche ist eine sehr feminine, aber auch sehr starke Marke. Und tatsächlich ist es uns sehr wichtig, dass die Models sich sehr wohlfühlen in ihren Kleidern und das auch ausstrahlen. Baldessarini steht für elegante Mode, aber auch casual mit ein bisschen Augenzwinkern. What would you do if you lost control? Ich erwarte mir heute von den Männern, dass sie die Eleganz rüberbringen und dass sie da einfach straight und eine gewisse Coolness mitbringen. Schaut euch einfach erstmal um. Ich bin so happy, Jungs. Es ist schon cool, wenn man so von den Designern die Klamotten tragen darf. Man fühlt sich halt so special, als wie so ein richtiges Model schon. Ich fand die Looks von Baldessarini mega cool. Es sah alles sehr schick aus, sehr elegant, ein bisschen Old Money Style. Ja, mega. Also das Ding ist, es sieht so schön aus. Vor allem auch diese Schuhe. Ich bin so gespannt, wie es sein wird und wie ich dran laufen werde. Aber es sieht, glaube ich, sehr, 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 sehr schick aus. Also ich finde mein Outfit, ich würde es selber auch kaufen und selber auch privat tragen. Ich finde das Outfit mega schön. Es ist wirklich einfach wow. Die Pailletten funkeln so schön. Also ich freue mich wirklich, das gleich anzuziehen und dann zu sehen, wie das Endergebnis aussieht. Ich habe noch nie einen weißen Anzug. All in white passt halt auch voll zu Schuhe jetzt. Also wir haben jetzt ein ganz neues Erscheinungsbild. Wir haben neue Haare, die ganz anders sind als vorher, also hell. Wir haben ein sehr helles Outfit, was sehr crazy auffällig ist und wunderschön ist. Oh, wow. Wir fühlen uns auf jeden Fall sehr gut und von der Identität aber völlig anders als vorher. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, es ist ein guter Change. Richtig schön. Ich liebe es. Caviar Gauche, das ist eine Brand, wo jeder denkt, da möchte ich drin heiraten. Es sieht aus, als würden wir jetzt alle gleich heiraten gehen. Das ist wie so ein Mädchentraum, der gerade in Erfüllung geht. Wow. Auch mega. Die Kleider sind alle wunderschön. Und wir werden alle aussehen wie Engel, glaube ich. Du ganz besonders. Ja, gerade du mit deinen Engelslocken jetzt. Wow. So. Wow. Die Nummer eins. Relativ viel Stoff dran. Wer ist Lea? That's me. That's you. Okay, all right. Ich hatte vorher noch nie ein Brautkleid an und hatte auch eigentlich keine Intention, so schnell eins anzuziehen. Ja, ich bin Lea. Dieses Outfit ist einfach so toll. Also es ist so schön. Man fühlt sich, als hätte man irgendwie Wolken um sich rum. Also das wird natürlich eine Herausforderung für dich sein mit den Stufen. Du hast es ja draußen jetzt schon gesehen. Ja, wir haben gerade schon gesehen, dass wir mit Treppen laufen müssen. Und mit der Schleppe und dem ganzen Stoff wird es auf jeden Fall eine Herausforderung. Und wenn da jetzt zum Beispiel auch einfachere Kleider dabei sind, könnte das hier schon mit so das Schwerste sein. Also ich finde das Outfit so geil. Ich fühle mich auf einmal so elegant. Okay. Sieht
super schön aus. Ich fühle mich wunderschön. Also man fühlt sich direkt ganz anders. Man bewegt sich, finde ich, anders. Und ja, ich habe mich so noch nie gefühlt. Ich hatte noch nie so ein wunderschönes Hochzeitskleid an. Es ist wirklich ein tolles Gefühl, so ein pompöses Kleid tragen zu dürfen. Es sieht irgendwie elegant und trotzdem sexy aus, weil ich ein bisschen Haut auch zeigen kann. Aber es ist einfach ein Highlight. Es fühlt sich super schön an. Es ist so ein Traum wahr geworden gerade. Das ist einfach mein Look. Ich liebe ihn. Wunderschöne Brautkleider, edle Anzüge und Designerschuhe. All dies gilt es auf dem nicht ganz so einfachen Laufsteg in Szene zu setzen. Dafür bekommen meine Models auch heute wieder hochkarätige Unterstützung. Hi, guys. Hi everyone, I am Jordan Dunn and I am your guest judge for today and I am super excited to see all of you walk the runway. Auf einmal kam Jordan rein und wir waren alle so, man hat gemerkt, die Energie war ganz anders. Jeder, all eyes on Jordan. Und als sie dann da stand, ich war so, also die ist perfekt. Sie kommt rein und man merkt sofort, okay, da steht ein Supermodel vor mir. Still dripping on a look, ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. I'm so fresh and so fly, ay-ay. I'm Jordan Dunn, I'm a fashion model and actress. Jordan Dunn zählt zu den meistgebuchten High-Fashion Models der Welt. It's been 18 years and I'm still working. I still get to work with amazing designers and amazing creatives. Unter ihren Kunden sind Burberry, Prada, Chanel, Marc Jacobs oder Louis Vuitton. Umso mehr freue ich mich, dass sie heute mein Gast ist. Most important milestone, I would say, walking Prada. I was like first black model to walk Prada in 10 years. And my first Vogue cover. It was the all black issue, so it was pretty iconic. So don't stop now. If this is something that you want to do and you want to be a successful model in this industry, then being on time, being polite, just being professional is very, very important. I am so excited to be a guest judge. So to be here is honestly an honor. And I can't wait to see the girls and guys. I can't wait to see everybody. So the challenge for this is that there's steps. So what's the key is to take your time. Look down, but try to not look down too much, because remember, we want to get a good picture of your face and we don't want to have pictures of you looking down. I see some of you guys are in your looks. Does anybody want to show me their walk? Senior, do you mind giving us a little walk? Als Jordan mich da aufgerufen hat, da war ich echt nervös. Ich glaube, das hat man vielleicht gemerkt. Aber in dem Moment, als ich gewalkt bin, da war das wieder gut. Also da habe ich mich wieder gut gefühlt. Ich war einfach im Mittelpunkt und sie hat mich analysiert. Und wer kriegt diese Chance noch, von einer Jordan angeschaut zu werden und dann noch Feedback zu kriegen? Now I'm gonna say you really did walk with confidence. Like I was thinking to myself, okay, you've got a long train, you've got the heels and you've got the platform. Because I would be kind of nervous, but even if you was nervous, I didn't get that from you whatsoever. And I love that you was looking up, you wasn't looking down. Yeah, you've got this. What makes a great walk would be confidence. Confidence and adding a little something, something. Someone that has a little swag, a little razzle dazzle in their walk always sets you apart from the rest. And so that's what I'd be looking for. All right, guys, so I'm gonna go, but I'm super excited to see you guys all on the runway. Good luck, good luck. You got this, you all got this. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.